So, hallo YouTube-Gemeinde. Willkommen auf meinem Kanal, eine Motorradreise vom Thailand nach Australien. Ich bin jetzt gerade im Moment in Kuala Lumpur und starte Richtung Port Klang, wo ich heute mein Motorrad nach Indonesien verschiffen werde. Ich bin schon etwas aufgeregt, denn ich weiß nicht einmal, wie das hier alles funktioniert. Na. Und naja, mal schauen. Wenn ich ja so auf den Filmen sehe, die so von Freunden zugeschickt worden sind, das ist schon teilweise etwas abenteuerlich. Aber mag ich mich täuschen. Schauen wir. So. Erstmal hier die Hauptstraße finden. Und dann schauen wir weiter. Morgen habe ich einen Flug gebucht nach Medan, was ist in Indonesien. Und von da aus werde ich mit Zug oder Taxi, ich weiß es noch nicht, weiter. Ach, ich vergesse immer diese Stadt, wie die heißt. Zu der Stadt fahren, wo ich mein Motorrad abhole. Ne? Ich muss etwas aufpassen hier, sonst verfahre ich mich fürchterlich hier, wie vor 2 Tagen. Da funktionierte kein GPS, da funktionierte überhaupt nichts und ich war total verloren. So, ich bin am Hafen angekommen. Sieht schon ein bisschen abenteuerlich hier alles aus, aber das scheint ja so zu stimmen hier. Cargo. So, mal schauen, wo ich hier überall hin muss. Ja. So, jetzt fahre ich mal in dem Lagerhaus. Was da immer auch gemacht wird, eben mit meinem Motorrad, keine Ahnung. Aber ich soll das dahin. Also mein Kanne ist mittlerweile abgestempelt. Ja, die Dokumente sind fertig. Und ich glaube, gleich wird das Motorrad verschickt oder verladen. So, hier steht mein Motorrad und wartet für den Weitertransport. Es wird gleich hier abgeholt, auf eine Palette abgestellt und auf das Boot gebracht. Uiuiui, ob das alles gut geht hier, meine liebe Leute. Aber guckt ihr erstmal an. So, das ist das Boot, wo mein Motorrad mit auf Reise geht.
Also jetzt bin ich ein bisschen ruhiger. Mein Motorrad ist auf dem Schiff. Morgen nehme ich das Flugzeug und Montag wird das Motorrad wieder abgeholt. Ja? Guck dir das mal an, da steht der Mann. Ja? Also ich bin mir so ziemlich sicher, dass die da ganz gut darauf aufpassen werden. So, hier ist der Freund, der mich zum Flughafen Kuala Lumpur bringt. Und eine Stunde später bin ich in Medan. So, ich sitze im Moment am Flughafen Kuala Lumpur und warte auf meinen Weiterflug nach Medan. Bin ein bisschen verärgert, denn zweimal Sicherheitskontrolle, also zweimal alles ausziehen, auf den Band legen, zweimal wieder alles anziehen. Ich glaube, es waren zweimal Passkontrollen und dann muss man irgendwie eine Applikation noch ausfüllen, Vakzin-Zertifikat vorlegen und was weiß ich, was alles. Also war schon ein bisschen stressig. So sieht das aus hier, wo ich gerade mich befinde. Ist einfach nur mal ein Wartebereich auf den Weiterflug. So, ich bin inzwischen in Medan gelandet. Warte jetzt in der Schlange, um meine Visa-Angelegenheit zu erledigen. Und dann schaue ich weiter. So, sitze gerade in einem indonesischen Restaurant und habe da Essen probiert. Und trotzdem irgendwie ist das alles anderes als das, was ich bis jetzt kenne. Jetzt gerade sagte mir der Taxifahrer, nein, das ist ja nicht die Fahrt vom Flughafen zu der Stadt, wo ich hin wollte, sondern irgendwo an der Grenze. Ich sollte noch 50.000 mehr bezahlen, ne? Das finde ich eigentlich scheiße, ne? Denn du buchst eine Fahrt von da nach da und der bringt dich nur so zwei Drittel. Jetzt habe ich natürlich kein Bares in der Tasche, denn am Flughafen war ja keine Zeit, da eben zum Automaten zu gehen. Jetzt muss ich mal gucken, dass unterwegs der Fahrer da irgendwo mal anhält und mal vielleicht mit dem Automaten klarkommt, um ans Geld ranzukommen. Also da dürfte normalerweise gar kein Problem sein. So. Mein Gott, ist das eine Fahrt hier. Also da kann man kaum glauben. Doch. Jetzt behaupten die sogar, dass ich mein Motorrad hier illegal nach Malaysia, nach Indonesien gebracht habe. Mein Gott, mein Gott.